So, jetzt müsste alles wieder laufen. Na, gesagt und nicht getan. Okay, ich gebe ihm doch mal einfach eine Sekunde, in der wir nichts machen. Ich erzähle ein bisschen was. Ein Schwank aus meiner Jugend vielleicht. in letzter Zeit sehe ich auf YouTube mir immer wieder gerne Retro-Let's Plays an von Spielen, die ich früher gespielt habe. Und zum Beispiel so Point-and-Click-Adventures, die jetzt nicht ganz so bekannt waren und dann irgendwie alles mir bekannt vorkommt. Und da gibt es aber viele Spiele, das geht mir auch zum Beispiel mit Serien so, die man, wenn man sich daran erinnert, viel besser waren, als wenn man sie heute nochmal schaut. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, es zu lassen, alle Serien zu schauen. Ja, um mir diese Erinnerung nicht zu zerstören. Ja. Ich merke gerade, das hier hat nicht wirklich Sinn. Ich bin bei einem Frame pro Sekunde. Ich werde hier nochmal eine Pause machen und schauen, dass sich das ändern. Herzlich willkommen zurück. Jetzt aber läuft alles wieder wie am Schnürchen, hoffe ich. Jawohl, flüssig wie warme Butter. Sind wir wieder dabei. Plus 50% Defense gegen Fernkampfwaffeneinheiten. Und das ist praktisch, das sind wir jetzt praktisch, also unkaputtbar. Reicht ihm hier schon... Oh, wir greifen mit Raketen an. Haha. Weil wir so technologisch weit fortgeschritten sind, dass unsere Städte jetzt schon Raketen benutzen. Die Artillerie kann ja so weit die Dinger weghauen, dass sie hier natürlich super aufgehoben wäre. Das bedeutet auch, dass wir in der nächsten Runde ihn hier rüberziehen, um dann hier den Hass der Stadt auf sich zu ziehen. Du kannst 6000 für den Flug dazu machen. Oh, ist ja nur die Hälfte. Naja, aber currently researching, ja, das passt alles. Wunderbar, das sind so noch 8 Runden und dann können wir mit Fliegern angreifen. Ist das nicht geil? Na? Ja, und dann werden wir auf jeden Fall die Städte einnehmen, weil gegen Flieger kann sich ja keiner erwehren. Also ich denke nicht, dass sie Anti-Lufteinheiten dann schon haben, wenn wir dann da ankommen. Wir müssen nur unser Aluminium weiter auf jeden Fall den Aluminium-Flow am Laufen haben, damit das auch alles immer sicher geht. Warschau erwehrt sich hier auch den Angriffen von Siam. Das ist wunderbar, denn dann reibt sich Siam dort auf und nicht an uns. Okay, jetzt pass auf. Kannst du dort hingehen in einer Runde? Nein. Das bedeutet aber auch, dass du... du hier... Ach, du bist ja gar nicht... Du bist gar nicht echt. du kannst ein... Du greifst Bauer bei dir an, ne? Das ist so ein Ding, das lässt mir keine Ruhe. Oh, hier unten geht einiges. Die machen ja Blatt. Ja, das kann man wahrscheinlich schon mit einem Mal Blatt machen. Immerhin haben wir Artillerien, ihr habt nur Pfeil und Bogen. Oh, natürlich überlebst du zwei. Ja, dafür kommst du jetzt ins Spiel. Ach, jetzt kannst du nicht angreifen, oder was? Du kriegst hier. Du musst doch angreifen können. Eins. Ja. Welchen? Den hier. Wehe, du machst ihn nicht platt. Hehe. Ha, schön. Okay, er kann es hier nicht mehr gefährlich werden. Es dauert zwar hier noch. Kannst du auf Produktion überschwingen? Ja. Dann dauert es hoffentlich nicht mehr ganz so lange. Wie lange? Nur noch 7 Runden, wunderbar. Und du könntest auch mal langsam wieder ein bisschen mehr Produktion pushen. Ja, Geldhammer. Return to Map. 5 Runden, auch nicht schlecht. Busan baut uns auch eine Artillerie. Ja. Ja, das ist so verwirrend. Naja, egal. Wer braucht noch... Ja, du bleibst, wo du bist erstmal. Ja, da stehst du gut. Wir brauchen das Aluminium auf jeden Fall, um dann unsere Flugzeuge bauen zu können. Und das werden wir auch machen. Junior Lord will make me sick. Schade. Sei doch mal ein bisschen lockerer hier, so, weißt du? Liebe für alle. Nicht nur für manche.
Komm schon, Warschau. Mach sie platt. Warschau hat auch schon Infanteristen. Na ja, gut zu wissen. Unsere Buddies. Dum di dum di dum dum di dum dum di dum. Wenn ich hier auf Wissenschaft umstelle, statt auf Produktion, haben wir schneller Flugzeuge, aber weniger schnell dringend benötigte Einheiten. Du machst die Stadt, macht das klar. Ja, du kannst wohin? Du gehst jetzt mal hier hin und ersetzt dann hoffentlich. Das wird sich nie ändern. Ich glaube, ich gehe kurz aus dem Spiel raus und starte es nochmal neu, weil das ist kein Zustand. Hast du noch Vorbewegungspunkte? Nein. Wie sieht es mit dir eigentlich aus? Wie weit kannst du denn gehen? Du kannst hier einmal raus und in der nächsten Runde dann, oder was? Wie weit kannst du angreifen? Du kannst alles in unserem Gebiet, das ist gar nicht mal verkehrt. Aber dort bist du mehr besser aufgehoben, finde ich. Deswegen gehst du jetzt raus und verbarrikadierst dich nächste Runde dort. Hier, ja, können wir da Geld einsacken? Und zwar bei Süleyman, der hat aber auch Elfenbein, das wir gerne hätten. Und Askia hat auch Luxusgüter. Ivory und Eisen? Ich brauche kein Eisen. Was ich brauche, ist Geld. Wenn du mir Eisen geben willst, dann gib mir doch lieber 90 Gold. 50 Gold. 30 Gold. 0 Gold. Ja, siehst du, da bist du schwach. das goldene Zeitalter ist in einer Runde soweit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir von Askia ein bisschen Geld. Ja. Wie viel gibt er uns? 2 Pferde brauchen wir nicht. 190 wäre mir lieber. Ja. Geld kann man immer gebrauchen, gerade in Kriegszeiten. Und die haben wir ja gerade. So, weiter geht's. Mache ich das hier? Warte. Ja, das mache ich hier kurz. Da sage ich kurz Ciao, bin gleich wieder da, damit hoffentlich dieser Grafikfehler weggeht. Das sieht doch schon besser aus. Da ist er weg. Und alles ist richtig angezeigt. Ein Gegner ist in der Nähe, der ist aber schon lange nicht mehr da. Weiter geht's. Mit der nächsten Runde. Nur noch 6 Runden bis zum Flug. Bis zum Flug. Muah. Da freue ich mich drauf, endlich mal wieder hier Flugzeuge einzusetzen. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal Flugzeuge im Kampf eingesetzt habe. Meistens war man zu dem Zeitpunkt schon weit vorne oder weit hinten. Von daher ist das hier Civ-5-mäßig fast schon Novum. Okay, schauen wir mal, was du bist hier in der Lage, alles abzudecken, ja. Warte mal, wenn wir Aluminium brauchen. Nicht, dass wir jetzt, weil hier oben kein Aluminium angezeigt wird, macht mich das ein bisschen stutzig. Naja, wir werden es drauf ankommen lassen. Wenn ich keine Flugzeuge bauen kann, ey. Goldenes Zeitalter! Geld, 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 Geld! Du gehst hier hin, nee, dann gehst du hier hin. Major Victory. Und du gibst ihm den Rest, aber sowas von. Und du kannst in die Zitadelle und von dort aus alles angreifen. Auch die Stadt. Und das bedeutet, dass uns demnächst die Stadt gehört. Ja, was anderes kann es gar nicht bedeuten. 584 Gold, was machen wir damit? Wir könnten... Dublin, Genua, wir könnten, Venedig ist leider gar nicht in der Lage, uns zu helfen. Sidon, Edelsteine haben wir schon. Wien ist doch hier oben irgendwie, Warschau, ne, Wien hier, ne, Edinburgh, wo war Wien? Belgrad, Vienna, nur Freunde, da machen wir Verbündete draus, würde ich vorschlagen. Allies. Ja. Ja, jetzt sind sie zwar mit ganz vielen Stadtstaaten im Krieg, aber da gibt es Schlimmeres.
zurück an unsere Front, an der es gut aussieht. Sehr gut, wie ich finde. Da können wir die nächste Runde einläuten. Das ist also der 31. Runde bis zum nächsten großen Wissenschaftler. Aber was soll's? Wir sind ja so stark nicht drauf angewiesen. Wir werden von Ägyptern denunziert. Das gefällt mir gar nicht. Süleyman will mit uns gegen Ramses Krieg führen. Und Ramses hat uns gerade denunziert. Das ist nicht verkehrt, jetzt gegen Ramses einen Krieg zu ziehen. Dann reibt er sich hoffentlich gegen Süleyman auf. Ja. Aber dann verlieren wir alles, was wir mit Ramses ausgemacht haben. Gib uns 10 Runden, uns vorzubereiten. Nee, wir stehen an seiner Seite, gehen in den Krieg gegen Ramses und hoffen, dass er nicht auf die Idee kommt, zu uns rüberzuziehen. Ja, ah gut, dass wir in Wien zusammen hier gerade gemeinsame Sache gemacht haben. Die kämpfen dann für uns den Krieg. Das ist so wunderbar. Ein Gegner ist nah. Wo denn? Ah ja, er hat uns die Gewürze mal wieder streitig gemacht. Du überlebst das, du hast einen Bonus. Komm schon. Du musst nur 1-2 Runden überleben. Weil wir dann mit unserer Artillerie alles niederblattwalzen können. Nee, du ziehst dich sowas von zurück nächste Runde. Wie oft können die denn angreifen? Können die 2-3 Mal angreifen? Kann das sein? Refuse. Oh, aber wenn du dich zurückziehst, bekommt er die Artillerie alles ab. Naja. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Krieg, 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 Krieg. Ich bin ja Pazifist, aber bei Civ 5 darf man ruhig mal den Kriegstreiber raushängen lassen. So, jetzt gib mir wieder die Kontrolle über meine Einheiten. Ich möchte zerstören. Ist hier unten auch keiner, der irgendwie... Nein, ist er nicht. Sehr gut. Du greifst hier natürlich an. Unsere Artillerie wird was machen? Das ist eine gute Frage. Greift er hier an? Oder ist das Verschwendung? Nein, du gehst zurück. Gehst in Stellung. Ach, du kannst ihn nur platt machen, denn ohne Sicht auf die Einheiten können wir sie gar nicht angreifen. Naja. Nächste Runde schon wieder. Was ist hier eigentlich, Wein? Von wo haben wir den Wein bekommen? Ach, wahrscheinlich von Wien, kann das sein. Oh ja, sehr gut, dass wir uns mit denen alliiert haben. Wie geht's weiter? In 3 Runden haben wir eine Artillerie, eine Infanterie und noch eine Infanterie und den Flug. Das heißt, wir müssen hier oben noch 3 Runden ausharren. Wir hoffen, dass unsere Artillerie, dass sie ja in der Zitadelle übersteht. Ansonsten haben wir hier völlig falsch gewirtschaftet. Wieso hat er eigentlich soweit sehen können und die Artillerie nicht? Naja, schauen wir mal, ob das gut geht. Ich hätte auch bei der Pause gleich mal die Kampfanimation ausstellen können. Aber für Let's Play ist es ja zum Zuschauen gar nicht mal so verkehrt. Da wird's spannend und jetzt fahren sie aber auf. Das werden wir nicht überleben. Vor allem nicht, wenn hier ein paar poplige Armbrustschützen 6 Schaden zufügen können. An der Artillerie. Aus Eisen und Eisen. Mann! Okay, ja, du musst in die Stadt, du stirbst sonst. Oh, du kannst hier ihn mit einem Mal zerstören. Ja, dann mach das doch. Wehe, wenn nicht. Ja, sehr gut. Und du kannst Wien angreifen. Du bist der Stärkste. Bringt aber nichts. Du kannst ihn fast kaputt machen. Was mit dir? Du auch noch fast. Ihn fast ganz. Ihn nur halb. Wieso eigentlich so wenig? Seltsam. Werden wir das überleben?
Ja, machen wir, aber wenn wir hier. Vielleicht haben wir Glück und er stirbt komplett. Dann müssen wir Science nicht mehr abbekommen. Oh ja. Das Gegenteil von Glück. Unglück. Unit needs orders. Ja, hast du schon. Ja, das kann es natürlich sein, dass wir mit der Zitadelle hier Pech haben. Aber. Ach, wir hätten uns noch eine Einheit kaufen sollen. Sicher ist sicher. Naja, aber jetzt kommen ja so viele Einheiten, die werden wir auf jeden Fall wieder zurückerobern, die Zitadelle. Wenn sie dann überhaupt noch steht. Aber man kann sie ja, glaube ich, reparieren. Da ist kein Problem. Wir haben ja immer noch einen Bauarbeiter. Gut gewirtschaftet, ist halb gewonnen. Ja, Warschau hält sich gut. Da bin ich mir sicher, dass da nichts passiert. Ja, die Zitadelle haben wir verloren. Das kann schon mal passieren. Die gute Artillerie und die gute Infanterie. Dabei war das alles so schön geplant. Ich hätte den hier nicht rausziehen dürfen. Den Marine. Hä? Sind wir mit dem im Krieg oder was? Wir sind mit Sidon im Krieg und die kommen jetzt rüber. Wieso habe ich das jetzt erst entdeckt? Jetzt müssen wir hier uns gegen Sidon erwehren. Das ist doch. Und die haben sehr gute Einheiten. Naja. Nun gut. Ja, jetzt, wir kaufen uns den Warrior. Wir kaufen uns den Warrior. Apropos kaufen. Wir können nichts kaufen, weil hier einer drin steht. Okay, aber du kannst einkaufen. Da steht noch keiner drin. Und zwar Flugzeuge. Ich möchte Flugzeuge haben. Ja, ich kann jetzt nicht wirklich viel außer den Lancier. Die Infanterie ist viel zu teuer. Und der Skirmisher 15. Da bringe ich wirklich viel gegen die Infanterie. Wobei gegen andere Skirmisher ist er gut. Naja. Nee, mehr kaufen den Lancier. Genau. Ist zwar ein bisschen rückschrittlich, aber bleibt uns nichts anderes übrig. Wir wollen noch mehr Infanterie. Allzweckwaffe. Oh, jetzt haben wir auch hier oben das Aluminium verloren. Genau, natürlich die eine Runde, bevor wir dann den Flug entdeckt haben. Anstatt die Stadt einzunehmen, wie ich es gerade vorhatte, müssen wir uns jetzt schon wieder auf eigenem Territorium verteidigen. Nein, kein Frieden um den Preis. Ich habe übrigens beim Laden gerade gesehen, dass wir auf Schwierigkeitsstufe 6 spielen. Ich habe ganze Zeit gedacht, wir spielen auf Schwierigkeitsstufe 5. Haben wir das irgendwann geändert? Ich muss nochmal die erste Folge angucken und schauen, welche Schwierigkeitsstufe wir jetzt wirklich spielen. Wir haben einen Flug entdeckt. Aber wir haben kein Aluminium. Busan kann dementsprechend. Wo ist er? Fighter! Uses one Aluminium, obsolete Lasers. Ja, wenn wir hier erstmal alles aufgeräumt haben, dann ist wieder gut. Oh, das ist blöd mit Sidon. Die waren doch eben noch mit uns verbündet. Naja. Ja, du haust jetzt halt mal drauf ohne Ende. Und du sowieso, du wirst. Bergiges Terrain. Yep. Und bleibst in der Stadt und kannst ihn oder ihn angreifen. Ja, greif ihn an. Ach. Du musst aus der Stadt raus. Worker, nee. Infanterie, ja. Infanterie. Und zwar hier. Okay, erst du. Dann hoffentlich du. Ah ja, du kannst ja auch noch hier. Wunderbar. Die Beförderung mitnehmen vor dem Kampf. Und jetzt kannst du hoffentlich noch einen Schritt zur Seite gehen, bevor es weitergeht. Ja, kannst. Oh, du kannst hier wassern. Sehr schön.
Nee, musst du nicht wirklich. Ja, aber wo willst du sonst hin? Geh hier. Oder kannst du direkt angreifen? Nee, kannst du nicht. Deswegen gehst du hier hin. Du da. Und ab dafür. Wir haben doch hier Aluminium. Drei. Wo ist der Arbeiter? Geh sofort dahin und mach eine Mine anstatt, was weiß ich, was du da machst. Das ist so eine Mine, oder? Wir brauchen Elektrizität? Das könnte mir auch mal einer sagen können. Wo ist sie? Oh Gott, hier. 13 Runden. Nochmal, oh mein Gott. Es sind noch 20 Runden, bis wir Aluminium haben, um Flugzeuge bauen zu können. Da ist ja schon 1940. Mann, 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 Mann. Gibt es jemanden, der Aluminium hat und uns das verkauft? Aber wer soll denn hier bitte Aluminium haben? Das ist doch nicht mal. Ne, keiner. Oh, Edinburgh. Mit denen sind wir leider im Krieg. Wir können es aber auch, ja. Oh. Wir waren noch mal mit Edinburgh gut. Naja. Ja, dann baut er noch ein bisschen Artillerie. Während wir hier uns für die Ehre entscheiden. Nee. Ein großer Händler, der gibt uns jede Menge Gold, das können wir gebrauchen. Und der würde uns auch hier positiv stadtstaatenmäßig zur Seite stehen. Da machen wir das doch. Und zwar wäre ich gerne mit Edinburgh verbündet, aber was sind die überhaupt? Mit denen sind wir ja im Krieg, weswegen das jetzt nicht geht. Und wir können keinen Frieden schließen, solange wir mit Siam im Krieg sind. Und Siam wird keinen Frieden mit uns schließen, weil sie glauben, sie sind uns weit überlegen. Sind sie aber gar nicht. Du gehst nach Chonju und erholst dich dort weiter. Jetzt, wo gehst du hin? Nach Kathmandu. Sind wir mit Kathmandu verbündet? Ja. Nach Dublin könntest du gehen, da musst du aber an Genua vorbei. Ja, du sneakst dich hier unten vorbei, gehst nach Kathmandu, führst die Handelsmission aus, acquirest 1000, 2000 Gold. Von dem kaufen wir uns zwei, drei Einheiten und sind wieder back in business. Dann nehmen wir unsere Zitadelle wieder ein, stellen alles voll mit Artillerie, bombardieren alles, was da kommt, davor eine Schicht Infanterie und dann sind wir praktisch unschlagbar. Please, please wait. Wir warten, bis das Wetter besser wird. Dum 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 dum. So, und jetzt hier langsam, aber sicher weiter. Ja, nicht irgendwie den gefährlichen Weg nehmen. Warschau, request your assistance against barbarians. Aha. Es gibt tatsächlich Barbaren. Aber da können wir es leider nicht helfen. Stattdessen bombardieren wir weiter denjenigen, der unsere ehemalige Zitadelle besetzt hat. Oh, und bring ihn nicht um. Ich habe gedacht, hier die Artillerie wäre so Mörder super toll. Ach. Du kannst wahrscheinlich nicht auch, ne? Nee. Wie wär's, wenn ihr heilt? Ja, wir haben ihn ja jetzt so weit hier zurückgedrängt. Da können wir, gegen ihn können wir eh nicht viel machen. Angry. ja, komm dann. Heile. Mach nichts. Geh bisschen hoch und heile. Du kannst gegen ihn super kämpfen. Dann bring dich da mal in Position für die nächste Runde. Hier, ja. Und du bringst dich. Nee, da bist du angreifbar. Ah ja, wenn ihr euch schon ausruht, dann wieder auf der Straße. Ah, nee, bleib da. Das ist eh schon hier gebraucht. Gut. Und so, wunderbar. Nächste Runde.
Ja. 1, 2, 3 Infanteristen. Dann haben wir hier eine Artillerie und dann kommen hoffentlich hier noch 1, 2 Artillerie. Ja. Dann bekommen wir noch jede Menge Geld. Mit dem Geld kaufen wir uns dann nochmal 1, 2 Einheiten. Und dann rollt da eine Welle von Aggression gegen Siam hoch. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann werden wir auch die ganzen Wunder eigentlich mal einnehmen, die uns hier eigentlich zustehen. Hahaha. Ja, gibt's was, was wir nächste Zeit erwarten können? Nee, 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 nee. Ja, der Wissenschaftssieg ist durch den Krieg jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Schade eigentlich. Du wasserst? Wir können traden mit Isabella. Isabella hat aber nichts, was uns gefällt. Mit Ramses und den beiden sind wir im Krieg. Dann soll uns doch Isabella irgendwie das Gold pro Runde geben. Ja, genau. Wie wär's mit 580? Das ist doch ein Vorrat, oder? Ja. Provided Cotton an Isabella. Genau. So, die Artillerie. Jetzt aber. Bam. Ach, hier nicht automaten. Jetzt habe ich den automaten geschickt. Dabei soll er doch hier oben dann die nächsten Runden das hier wieder aufbauen. Wo ist eigentlich. Bist du derjenige, der. Nee. Bist du derjenige? Nee. Ist der gestorben? Nee, hier ist er. Der ruht sich noch aus. Derjenige, der gegen die Angriffe da sich top wehren kann. Nee. Hol dich lieber noch eine Runde aus. Du gehst hier hin. Du wartest. Ja, um dann die Zitadelle wieder aufbauen zu können, wenn wir denn soweit sind, alle wieder an die Front zu bringen. Und uns zu rächen. Bitterböse zu rächen. Muah. Hass, Hass, Hass. Naja, ihr merkt, ich bin nicht wirklich voller Hass. Ich versuche hier nur irgendwie mich in Stimmung zu bringen. In Kriegerslust. Ist gar nicht so einfach, wenn man Strategiespiele spielt. Wien steht top da, da die werden nicht mal angegriffen. Und erwehren sich da auch wunderbar gegen die Ägypter. Da gibt's nichts. Das ist ein toller Verbündeter. Hätte ich gerne mehr von. Aber schwer heutzutage. Ja. Ranged Attacks. Gegen ihn, gegen ihn, ja, gegen ihn. Wieso eigentlich so wenig? Liegt das daran, dass wir hier auf 3. Ah, ne, 11 ist ja schon mal gut. Oh, da können wir ihm einen Rest geben. Machen wir auch. Und greifen dich an. Du bist ja auch nicht gerade gut aufgestellt. Wie sieht's mit dir? Oh, du bist fertig mit Heilen. Sehr gut. Du gehst mir hier hin. Du wartest noch eine Runde mit dem Ausschwärmen. Die stehen so gut wieder. Du kommst hierher. Nächste Runde. Ach, wir haben 2 Bauarbeiter. Ah, das ist eine Steigerung von 100%.